Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute mit einem sehr spannenden Gast. Wir haben heute wieder ein Interview und zwar mit dem Joschka. Und genau, Joschka und ich, wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre tatsächlich. Genau. Beide aus Aachen, witzigerweise. Und Joschka ist Parfümeur. Du bist wie alt? Muss ich 25. 25. In ein paar Tagen 26. Genau, also ja. schon einige Jahre tatsächlich als selbstgelernter Parfümeur unterwegs. Genau. Und du hast jetzt deine ersten beiden Produkte rausgebracht, was ich ultra spannend finde. Sehr, sehr cooles Konzept mit Duftakkorden und dem jeweiligen Eau de Parfum dann. Und genau, lass uns gerne einfach heute drüber sprechen, ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben, wie es überhaupt so gekommen ist und was diese tollen Düfte können. Und deshalb, wenn ihr Joschka spannend findet, verlinke ich gerne natürlich dein Instagram in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Und die Produkte gibt es jetzt seit 2 Wochen ungefähr bei mir im Shop. Ja, ja, wie geht's dir? Gut hergefunden? Sehr gut, sehr gut. Ja, ja. danke für die Vorstellung, Kai. Vielleicht ein bisschen über mich. Ich bin so vor 7, 8 Jahren so in dieses Parfüm-Thema reingerutscht. Also war schon immer sehr sensibel, was Düfte angeht. Habe überall die Nase reingesteckt, sag ich mal. Und dann so mit 18 bin ich so wirklich so ins Thema reingerutscht, wie wahrscheinlich viele von euch. Habe mir viele Blogs durchgelesen, habe mir YouTube-Reviews angeguckt. Und irgendwann war das so, dass ich ein Video von Peter hieß er, glaube ich, von Fragrance View. Der, ja, genau. Der hat auch eine eigene Marke, Centauri Perfumes. Ja, richtig. Der hat sich das auch selber beigebracht, hat auch in so einem kleinen Raum bei sich zu Hause angefangen. Habe das halt gesehen und habe so das als Inspiration genommen. Dann halt selber geguckt, wie kriege ich Duftstoff. Dann so Schritt für Schritt damit angefangen, auch selbst Parfums herzustellen. Damals noch im Heizungskeller von meinen Eltern. Nicht die besten Voraussetzungen, nee, sage ich mal. Ja. Aber mittlerweile habe ich so ein kleines Labor, sage ich mal, aufgebaut. Ja, habe dann über die Jahre erstmal so angefangen, mich halt von Düften, die auf dem Markt sind, zu inspirieren. Viele frische Düfte am Anfang, sage ich mal, nachgemacht, ohne jetzt die zu kopieren. Und dann, wo wir auch gleich zu den Düften kommen, Elektri, mein erster Duft oder einer von den 2 Düften, die jetzt auf den Markt gekommen sind, der war so der erste Duft, der mal in eine andere Richtung gegangen ist, der ein bisschen mysteriöser, ein bisschen düsterer war. Ja. Also viel Weihrauch, Sandelholz, Vanille, Labdanum. Und da war das halt ganz, ganz witzig, weil... Genau, wir haben uns kennengelernt eigentlich über einen gemeinsamen Kumpel. Ja. Beziehungsweise ein Zuschauer von mir, Luigi, der wird jetzt bestimmt an dieser Stelle auch zuschauen. Ganz, ganz, ganz witzige Geschichte. Luigi ist DJ tatsächlich und Produzent und hat irgendwann mal bei mir im Shop random was bestellt. So, hat wohl meine Videos geguckt und dann habe ich schon gesehen, so die E-Mail-Adresse, dachte ich so, kennst du irgendwie so ein bisschen, weil ich bin tatsächlich sehr lange schon Techno-Fan, lege auch selber Musik auf und auch vor allen Dingen Schallplatten, also wirklich so Oldschool-mäßig und habe dann eben gesehen, so das Label, so schon mal gehört und sowas. Dann hat er mich tatsächlich auf Instagram angeschrieben und meinte dann auch noch so flapsig, so ja, wenn du mal irgendwie ins Bergheim willst, sag gerne Bescheid. Und dann dachte ich halt so, jo, das kann nicht sein, Bro, ich höre seit Jahren, höre ich eure Musik, habe hier irgendwie 3 Platten von euch stehen und so sind wir dann eben ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich glaube so die dritte Nachricht oder so war halt, jo, ich habe übrigens ein Kumpel in Aachen, der selber Parfümeur ist. Und dann hat er mir tatsächlich eine Abfüllung geschickt von deinem ersten Duft, nämlich von Elektri. Und ich bin hinübergefallen und habe erstmal gegoogelt und habe dich nicht gefunden. Ja, weil du hattest halt noch gar nichts und hast das eher so für Freunde und Bekannte so gemacht. Ich glaube, Luigi, hast du auch selber einen Duft gemacht oder so eine kleine Anpassung von Elektri, kann das sein? Genau, der hatte auch die erste Version sozusagen schon von Aura. Ah, krass. Die hatte damals noch einen anderen Namen, der hieß dann auch Elektri Intense, weil der stammt tatsächlich von Elektri ab und sollte so ein bisschen so eine femininere Version von Elektri sein. Ein bisschen weniger das Weihrauch, aber dann noch so eine Kirschnote, ein bisschen Oud dazu. Hm. Und genau, eine Freundin von mir war halt mit Luigi befreundet und dachte so, ja, warum schickst du nicht mal Luigi ein paar Proben, weil das könnte ihm bestimmt gefallen. So. Hm. Wie gesagt, das war so dieser erste ein bisschen düstere Duft und über die Jahre habe ich den immer wieder ein bisschen angepasst und habe mehr und mehr diesen Elektri-Duft auch mit Techno-Musik verbunden. Gerade auch durch die Verbindung mit Luigi und dass er den so gefeiert hat, sage ich mal. Ja. Dann kam auch das Konzept, sage ich mal, was Kai am Anfang angesprochen hatte mit den Akkorden. Genau, ich würde es, glaube ich, einfach mal nehmen und zeigen, dass ihr das auch mal sehen könnt. Wir zeigen auch gleich nochmal ein Close-Up. Also genau, man hat halt hier einmal den Hauptduft, 50 ml Flakon von Elektri. Und dann gibt es halt 2 Akkorde, also 2 × 8 ml. Genau, man hat halt einmal den Hauptduft mit 50 ml und dann noch 2 kleine Akkorde dazu. Und wie ich gerade eben schon angesprochen habe, gerade den Elektri habe ich halt über Jahre immer mal wieder verändert. Und dann war halt so die Frage, okay, welche Version davon bringe ich jetzt auf den Markt? Und weil ich das immer schon blöd fand, wie viele Marken Jahr für Jahr immer wieder
neue Flanker rausbringen, also erstmal ein Eau de Toilette, Eau de Parfum, Extrait de Parfum oder dann Elixier, whatever das benennen, fand ich halt immer so ein bisschen, sag ich mal, Geldmacherei so. Und deswegen kam ich halt auf dieses Konzept, dass ich halt zwei Hauptduftnoten aus dem Originalduft nehme und die nochmal separat dazu liefere, sodass man sich das selber verändern kann. Dass man zum Beispiel hier hat man den Champagner-Akkord, also Sparkling Champagne-Akkord, und kann man nochmal diese zitrische Champagner-Note nochmal verstärken, indem man das halt drüber trägt. Also man sprüht den Hauptduft drauf und darüber kommt dann der Akkord. Das gleiche mit der distinktiven Weihrauchnote, mit dem Burnt Incense Akkord, kann man dann halt auch drüber tragen. Genau. Ja. Wir können auch gerne direkt mal probieren, weil ich am Anfang so krass fand, ist, ich war damals noch ein ziemlicher, oder bin es ja auch heute noch so ein ziemlicher Fan von Nasomatto. Mhm. Die Düfte und... ist ein bisschen schwer. Ja, ist ein bisschen schwer, genau. So, ja. Besser als vielleicht. Genau, dafür... sehr schwer. Ja, genau. Und was mich persönlich halt so begeistert hat, ist einfach diese, wie nah das halt an dem dran war, was ich damals schon als wirklich einen guten, exklusiven Nischenduft wahrgenommen habe. Ne? Deshalb, ich dachte mir, wie kann das eigentlich sein, dass der keine Website hat und kein gar nichts? Ne? Weil irgendwie war das so, qualitativ war das schon so stark, dass das einfach mich total überzeugt hat. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, man bekommt hier auf jeden Fall einen Duft, der auf der einen Seite so eine gewisse weiche Note hat und dieses Champagner-mäßige, finde ich, kommt sehr stark raus. Mhm. Auf der anderen Seite aber dieses extrem rauchige, dunkle, harzige, was heutzutage ja auch, wenn wir ehrlich sind, total in ist. Ne? Also ich habe hier im Schrank den HFC Private Code stehen, der auch so ein bisschen alkoholisch dunkel ist. Das Sombra von Desol, kennst du vielleicht auch aus Berlin. Auch so eine super Niche-Independent-Marke. Dennis, so. Habe ich auch schon mal kennengelernt, den Gründer. Ja. Ah ja, cool. Ja, ja. Es entspricht total dem Zeitgeist. Wenn man sich anschaut, dass das quasi vor 3-4 Jahren schon da war, ja, finde ich das echt witzig. Ja. Und ja, dieses Konzept mit dem Layern ist natürlich total geil, weil man auch merkt, wie der Duft zusammengesetzt ist. Und ich würde auch sagen, je mehr man sich mit den einzelnen Akkorden noch auseinandersetzt, desto mehr bekommt man ein Gefühl für die Feinheit von diesem Duft und riecht auch andere Facetten nochmal raus. Wir haben uns ja im Café zusammengesetzt, da hast du mir die beide mal gezeigt und irgendwie hat man dann plötzlich so Facetten entdeckt, die man vorher gar nicht gerochen hat. Das finde ich auch total cool, ja. Ja, also du hast jetzt gerade auch schon den Champagner-Akkord angesprochen, dass man den wirklich am Anfang gut rausriecht. Und der kam tatsächlich auch erst relativ spät dazu, weil, also... vielleicht noch kurz zu mir, ich habe auch seit ein paar Jahren einen eigenen Parfumblog mit einer Freundin zusammen. Genau, ja. Und dann sind wir halt immer, also Soul of Sense heißt der Parfumblog. Kann man auch gerne verlinken, ja. Genau. Sind wir immer wieder auch auf Parfummessen gewesen in Florenz, Mailand. Und da habe ich dann natürlich auch Leute gefragt, was haltet ihr von dem Duft? Ne? Auch Parfümeure, zum Beispiel Pissara von Dosita oder Mark Buxton, habe ich so ein bisschen gefragt, was kann man noch verbessern, was kann man verändern? Und viele meinten, es braucht noch sowas in der Kopfnote, was einen so packt halt und noch mit reinzieht. Vielleicht noch ein bisschen was Zitriges als Gegenspiel gegen diese Weihrauchnote. Und dann kam es halt dazu, dass ich diesen Champagner-Akkord hergestellt habe. Ja. Und passt sehr gut zusammen, muss man sagen. Ja. Gut, ja, dann schauen wir an dieser Stelle auch nochmal den Aura an, was ja so das zweite Release ist. Und da geht es ein bisschen, also es geht schon in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen, aber ein bisschen doch nochmal was anderes. Und da muss ich sagen, haben wir jetzt natürlich auch eine Parallele zu meinem Duft, der bald kommt, ne? Denn hier ist auch Kirsche mit drin, was viele Leute freuen dürfte. Und Oud auch tatsächlich. Also Kirsche und ein Moschus-Oud. Genau. Genau. Auf den Namen, also Musky Oud-Akkord, kam ich tatsächlich durch Kai. Ah ja, genau, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Genau, da hatte ich nämlich so ein bisschen länger gebraucht, um auf den Akkordnamen zu kommen. Ja. Aber als ich diesen Oud-Duft nämlich Kai gezeigt hatte, meinte er so, dass es halt viele so Moschus-Facetten hat. Und genau, ja. Dadurch dann... Genau, also ist nicht dieser typische super harzige dunkle Oud-Akkord, sondern eher so ein bisschen was Leichteres, was so ein, also Moschus-Charakter, damit meine ich halt immer so ein bisschen, dass es so ein bisschen hautähnlich, so eine sehr sanfte, schmeichelnde Note hat, ja. Und das fand ich bei dem Akkord eben so stark, dass es irgendwie so dieses Oud hatte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so einen sehr transparenten und leichten Charakter. Genau, genau. Ja, ja, und ich finde es spannend, wie der sich auch nochmal jetzt in der Zeit gereift ist, ne? Also der ist ja wirklich komplett smooth und sanft geworden. Finde ich sehr cool, ja. Vielen Dank. Ja. Ja. Also Hauptdarsteller Kirsche, Oud, Moschus-Akkord, was ist noch mit drin? Patchouli, ist ein bisschen mehr Patchouli als bei dem Elektri und dann aber relativ ähnliche Sandelholz, Vanille, Labdan und Basis. Es wird auch sehr, sehr sanft. Auch Elektri, nach ein paar Stunden wird er halt immer sanfter und dann kommt auch immer mehr die Vanille. Ja,
Sehr, sehr cool. Was ist noch geplant? Also du hast ja tatsächlich noch andere Düfte in der Pipeline. Erstmal, ich fand das auch spannend, du hast mir auch schon mal kurz dein kleines Lab gezeigt. Mhm. Man muss sich wirklich vorstellen, du hast ja wirklich Düfte von namhaften Marken, Dior und so weiter genommen und einfach versucht, die nachzubauen. Und ich fand es total spannend zu riechen, heute noch. Klar, ein paar waren auch jetzt gekippt schon. Glaube ich, aber auch heute noch zu riechen, wie nah du an so einen, ich weiß nicht was, Fave Delicious oder irgendwas hast du, oder so einen Tabakduft von Dior hast du, glaube ich, kopiert. Oder was heißt kopiert, aber halt versucht nachzubauen. Ich fand es super krass, wie nah das da doch drankommt. So. Und genau, da würde mich auch interessieren, wie hast du dir das so selber beigebracht? Also war das eher so Trial and Error oder hast du viel gelesen? Und was war so, und wie lange hat es gedauert, bis du was Vernünftiges auf die Beine gestellt hast? Was mir auf jeden Fall viel geholfen hat, auch am Anfang, also ich war in vielen Parfumblogs unterwegs, ne? Base Notes hat ein sehr gutes Do-It-Yourself-Forum, sage ich mal, wo auch Leute, die seit Jahrzehnten in der Branche arbeiten, halt viel reinschreiben. Und da konnte man sich halt immer viel anschauen. Da wurden auch viele Beiträge zu, wie macht man den und den Akkord, veröffentlicht. Oder dann gibt es Webseiten wie The Good Sense Company. Sehr chemisch aufgebaut alles, also schwierig zu verstehen, sage ich mal erst. Aber die haben auch eine große Liste so an Akkorden. Und teilweise findet man natürlich auch Formeln von Düften im Internet, wo ich aber mich auf jeden Fall distanziert habe, dass ich das halt nicht eins zu eins kopieren wollte, weil Tubes gibt es genug auf dem Markt. Ja, klar. Ja. Und geht auch irgendwie der Zauber verloren dann, denke genau, ich. Genau, genau. Ja, krass. Cool. Also was ich sagen kann ist, du bist natürlich auch jetzt schon in einem Laden in Aachen tatsächlich, bei Anne Galvet. Sehr, sehr renommierter Nischenladen hier vertreten mit deinen Düften und die Sachen gibt es bei mir im Shop. Die Sache ist, wir haben auch ein paar Samples jetzt eingekauft von dir und wenn jemand jetzt bei mir im Shop bestellt, geben wir beide Düfte als Sample, natürlich solange der Vorrat reicht, gratis obendrauf. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, weil letzte Woche hat dann auch einer direkt schon den Elektri sich geholt. Ja. Wo ich sagen muss, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil normalerweise musst du es eher vorstellen. Und zeigen und zeigen und zeigen, bis die Leute es halt nehmen. Aber das spricht, denke ich, auch sehr für die Qualität. Bisher wirklich noch gar keine Werbung, ne? Einfach auf die Website. Und einfach draufgesetzt. Der Typ hat das Sample gerochen, hat sich direkt bestellt. Und deshalb an dieser Stelle, wenn ihr euch das Ganze holen möchtet, Samples werden wir auch zum Verkauf anbieten, aber jetzt nicht direkt zu Anfang, sondern erst ein bisschen später. Und genau, wenn ihr das Ganze euch mal testen möchtet, könnt ihr es natürlich gerne tun. Mhm. Ich finde das Konzept sehr spannend. Und planst du noch einen dritten und vierten Duft? Was kommt die nächsten Jahre auf uns? Da habe ich auf jeden Fall was Spannendes. Also erstmal bin ich jetzt auch nächste Woche wieder in Vilnius. Also Vilnius ist auch so eine Stadt, sag ich mal, die meine Parfümleidenschaft nochmal ein bisschen gepusht hat, weil ich habe einen Kontakt in Vilnius, Aistis Mickiewicz heißt der. Okay. Sehr schwieriger Name. Der hat selber eine Marke vom Parfum und der war so die letzten Jahre so ein bisschen mein Mentor und hat mich immer mal wieder zu Parfümausstellungen auch eingeladen, wo ich dann auch nächste Woche bei einer Ausstellung teilnehme, was ich auch super gerne mache. Also zum Beispiel auch Anfang 2023 habe ich an einer Ausstellung teilgenommen, wo ich Düfte für Gemälde und Fotografieren gemacht habe, also auch verschiedene Kunstformen miteinander kombiniert. Und das ist tatsächlich auch, was ich wahrscheinlich für die nächsten Launches machen möchte. Ich habe nämlich schon vor so ein, zwei Jahren habe ich an einem Duft gearbeitet, der basierend auf einem Song ist. Und ich sag mal so, das, was jetzt rauskam, ist sozusagen meine Signature Collection und überlege dann so in Richtung Art Collection zu gehen, dass ich halt wirklich auch Düfte basierend auf verschiedenen Kunstformen vielleicht herstelle. Das cool. ist sowas, wo ich auf jeden Fall sehr Lust drauf hätte. Ja. Nice. Klingt sehr, sehr spannend. Deshalb für euch die Info, wenn ihr mehr zu Joschka und auch zu Soul of Sense und den Düften erfahren möchtet. Wir verlinken alles in der Beschreibung. Und wenn ihr Lust habt, den Duft euch zu holen oder einen der Düfte euch zu holen, dann schaut natürlich gerne bei mir rein und wir werden das natürlich auch dann weiter verfolgen, wenn da neue Sachen kommen, dass du vielleicht nochmal vorbeikommst, weil es ist ja wirklich so nah, wie das bei sonst keinem ist tatsächlich, weil, keine Ahnung, ihr seid immer in Aachen irgendwie verfügbar und das kann man, glaube ich, ganz gut verbinden. Gut. Danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Like nicht vergessen. Und wenn ihr Fragen an Joschka habt, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Dann können wir uns das gerne mal vormerken fürs nächste Video. Falls ihr wirklich konkrete Interessen habt, was Parfum herstellen, Parfümeur sein und so weiter angeht. Ja, gerne. Und genau, dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis dann, Kai und Joschka. Bis dann. Ciao. Ciao.